wollen Sie denn ansehen? Ja, wir wollten ja schon lange dieses Pferd, diese spezielle Silage für die Pferde haben, ne? Ah, ja, ja. Ja, und ich habe jetzt immer über den Herrn Schlager gekauft, was natürlich auch super funktioniert, da gibt es nichts, aber es ist halt leider kurz und lang sehr, sehr teuer für mich. Und ich muss irgendwie gucken, dass Preis-Leistung halt irgendwie zusammenpasst. Und dass es für uns, für den Hof am besten ist. Und da hatte ich einfach jetzt auch mit dem Mitarbeiter, mit dem Klausi, der da ein bisschen Erfahrung in der Thematik hatte, einfach angeboten, dass wir das Ganze selber machen. Aber mein Problem ist, ich muss natürlich jetzt das Saatgut da kaufen, wo ich vorher die Ballen gekauft habe. Und der wird sich auch fragen, hey, warte mal, warum braucht er denn das jetzt? Ja gut, ein bisschen verhandeln, ne? Oder Ballen abbeißen, sagen, dann legt man ein paar Scheine mehr hin. Aber dann hat man auch was davon, weil das was sagt ihr denn, ihr Mitarbeiter, so oft muss man das ja gar nicht neu ansehen, ne? Nee, muss man nicht, aber es ist halt was Spezielles, ist nicht Standard-Zeugs und deswegen, Ich denke schon, dass sie da günstiger bei wegkommen werden. Ich denke auch, also wir haben das mal durchkalkuliert, natürlich, wenn wir die ganzen Geräte anschaffen müssen, schwierig, aber durch, dass wir ein, zwei Sachen gebraucht haben, tippitoppi. Ja, Huber. Also es ist noch ein Restakku drin. Ich würde mal ganz kurz hinter die Halle fahren. Ja. Da ist einfach das da kurz ablassen. Ich schöpfe es dann später wieder auf. Oh, das wäre super. Da kümmere ich mich schon mal um Neues. Dann komme ich gleich wieder damit. Super, danke Ihnen. Ja, ja. Übernehmen Sie die Saatmaschine von der Uhr? Nee, gar nicht. Wie gesagt, ich brauche die jetzt nur einmal zum Ausleihen. Und dann bringe ich sie wieder zurück. Ich weiß nicht, ob zum Melu-Gebäude oder hierhin. Das können Sie mit Herrn Huber abklären. Also ja, wie gesagt, das können Sie auch hierher bringen, das ist kein Problem. Okay. Ja, vom Weg her, glaube ich, wäre es ziemlich gleich von mir. Ja, das kann sein, ja. Ist nicht so tragisch. Ja, sonst irgendwas Neues? Irgendwelche Tip-Top-Angebote für mich? Angebote wird von mir wohl nicht mehr geben, Herr Wiesenberger. Warum denn? Verkaufen Sie nichts mehr, oder was ist da los? Tatsächlich nicht mehr hier. Wie meinst du das? Ja, ich werde die Gegend hier demnächst verlassen. Was? Warum das denn? Ja, ich habe einen befreundeten Händler in den Niederlanden und der hat gefragt, ob ich ihn verstärken kann. Und es ist jetzt schon eine ganze Weile in der Schwebe und jetzt so die letzten Tage und gerade heute kristallisiert sich das heraus, dass ich wohl dann vielleicht sogar morgen schon einmal hinfahre. Oi, oi, oi. Ja, das sind so spielt das Leben, ne? Oh, das ist natürlich schlecht für uns. Ja, ich sag mal so, die meisten Sachen haben wir jetzt erstmal abgeschlossen, oder? Ja, schon, offen, aber also, sie sind halt mein Ansprechpartner, was das angeht, ne? Ja, heißt das jetzt für mich, dass die Firma komplett nicht mehr existiert oder haben sie die verkauft oder wie? Weil es ist ja ihre Firma. Es ist meine Firma, ja. Also das Gelände, so wird es geben, es ist eigentlich schon abgemeldet. Oh. Ich suche tatsächlich jemanden, der das vielleicht bereitwillig übernimmt. Okay. So, und bisher hat sich da noch keiner gemeldet. Ich hoffe, dass ich da noch einen erwische spontan. Ja, man muss natürlich Übergabe machen und sowas. Es ist natürlich nicht sehr leicht für sie, es ist auch irgendwo nicht leicht für mich, aber der Schritt hat sich einfach so herauskristallisiert. Okay, das hat eigentlich mit einem Spaß angefangen, aber das klingt jetzt nicht so toll, muss ich gestehen. Ja, ja. Da ist ja mein Gespräch, was mir gleich bevorsteht, mit dem Herrn Schlager ja gar nichts. Naja, sehen Sie, dann haben Sie hier schon mal das Schlimmste hinter sich, irgendwie Berger. Ja, gut. Ja. Naja, kann man nicht ändern, ne? Wenn es da, wo die Wege hinführen, ich hätte mir vor ein paar Monaten auch nicht gedacht, dass ich hier lande. Ja, sehen Sie? Ja, das ist halt einfach die Geschichte, ja, gut. Ja. Nee, also, dann viel Glück auf alle Fälle, ne? Also. Ja, ich werde auf jeden Fall noch eine Rundtour machen. Ich habe ja auch noch Ihre Brüder als Kunden. Hau nicht einfach so ab. Also, ich werde auch nochmal bei Ihnen vorbeikommen. Ja, super. Was Sie tun kann und so. Nur ja, schade. Bei der Gelegenheit. So. Achso, Herr Huber. Also, es sollte jetzt leer sein. Ah, super, vielen Dank. Es kann sein, dass ich noch ein, zwei Körnchen drin finden. Die werden dann am Anfang mit raus, aber. Ja, mein Gott. Es war vorher Weizen drin, also nach dem ersten oder zweiten Mal mähen ist da nichts mehr zu spüren von. Perfekt, super. Soll ich die dann wieder hierher bringen oder auf Ihr Gelände? Also, wenn nichts dagegen spricht, dann bist du wieder hierher.
Ja, der Herr Lübke hat es ja schon vorgeschlagen, kannst du ihn bringen. Okay, dann machen wir das so. Perfekt. Ich beeile mich so schnell, wie ich kann. Ich glaube, auch mit der Arbeitsbreite bin ich relativ flott fertig. Ich wüsste im Moment nicht, dass ich sie demnächst bräuchte, von daher bin ich da recht entspannt. Gut. Kein Problem. Perfekt, okay, alles klar. Danke schon mal, Herr Huber. Ja, kein Problem. Ja, Herr Lücke, ne, ich hoffe, wir sehen uns noch öfter. Ja, klar. So spontaner Preisen bin ich gar kein Freund von. Deswegen, also ich werde nochmal vorbeikommen bei Ihnen. Okay. Ja, ganz klar. Gut, ich muss mich jetzt beim Herrn Schlager einschleimen. Super, danke. Bis dann. Tschüss. Viel Glück. Tschüss. Oh Mann, ne? Das ist natürlich auch wieder super. Der Landmaschinenhändler wechselt woanders hin, das ist natürlich nicht gut. Und gucken wir mal, wie das Ganze ausgeht. Jetzt gucke ich mal, ob ich hier... Jetzt werde ich das mal die Sämaschine ankuppeln und dann rufe ich jetzt einfach mal den Schlager an. Wo ist er denn? Schlager? Da ist er. Ah, es klingelt. Ist schon mal nicht besetzt, ist ein gutes Zeichen. Landhandel Schlager, Tobias Schlager, guten Tag. Herr Schlager, Grüße. Herr Wiesenberger. Hallo. Entschuldigung. Ah, Herr Wiesenberger. Herr Schlager, ich habe zwei Anliegen. Oh. Ja, mir wurde gerade was angekuppelt. Nummer eins bräuchte ich, also wollten wir nochmal reden wegen diesem Pferdekraftfutter. Pferdekraftfutter, ja. Da wollten wir nochmal reden wegen dem Preis und wenn eine größere Menge abgenommen werden würde vielleicht. Und haben Sie da schon was geschafft? Ja, also der Preis für Pferdekraftfutter, hatte ich Ihnen ja gesagt, liegt bei 700. Ja. 4 Tonne. Ja. Liegt einfach daran, dass da unter anderem auch Äpfel reinkommen und die halt in größeren Mengen dann auch damit zugesteuert werden müssen. Das muss produziert werden. Die Maschinen sind ja relativ teuer auch. Ja, ich das halt auch nur zukaufe aktuell. Mhm. Ja. Ich habe aufgrund ihrer Äußerungen so, ja, dass sie es regelmäßig bräuchten und ich habe auch noch ein paar andere Kunden, die es bräuchten, mich da mal so ein bisschen schlau gemacht, ob das vielleicht möglich wäre, das vielleicht eventuell zukünftig irgendwie auch selbst zu produzieren. Aha, ja. Und das soll scheint wohl grundsätzlich möglich zu sein und es soll wohl auch im Ort eine leerstehende Fabrikhalle geben, wo das wohl machbar wäre. Okay, das klingt wirklich interessant. Das heißt natürlich, das wäre natürlich auch unterm Strich wahrscheinlich billiger, oder? Ja, das müssten wir mal schauen, wie wir das dann am besten gestalten. Aber ich habe eine... Ich habe halt überlegt, ob ich mir diese Fabrik zulege und das dann selbst produziere, um das dann auch günstiger anzubieten. Da ich aber nicht alles selbst produziere, brauche ich natürlich auch entsprechende Lieferverträge, dass ich die Materialien, um das herzustellen, ranbekomme. Was halten Sie denn, also ist nur mal jetzt ins Blaue geredet, ne? Was halten Sie denn davon, wenn wir da so eine kleine Gemeinschaft oder Genossenschaft bildet? Weil prinzipiell sind das ja mehrere Glieder, die dafür zu führen, dass wir ein Ergebnis haben. So, Sie sind Betreiber des Ganzen, Sie kümmern sich darum, wie, wo, was. Und dann gibt es halt den einen oder anderen, der zuliefert, ne? Ja. Ich meine, natürlich kann man das über Verträge machen, aber wie soll ich es jetzt nett formulieren? Fällt mir jetzt gerade kein Ding dafür ein, aber sag mal so, also ich wäre prinzipiell schon daran interessiert, da direkt mit zu investieren, wenn das möglich wäre oder wenn das gewünscht ist, würde ich mich natürlich auch darum kümmern, dass wir das zumindest ein paar Materialien anliefern, die sie brauchen. Mit Äpfel kann ich jetzt nicht dienen, außer Pferdeäpfel. Ja, ich glaube, Pferdeäpfel sind da nicht da bin ich jetzt eher nicht, aber ansonsten so die ganzen Geschichten, die man so kennt, sage ich jetzt mal, die gängig sind, da bin ich, ich habe noch freie Flächen, also ich habe noch Kapazität, damit ich da wirklich noch was ansehen könnte, was für diese Produktion vonnöten wäre. Ja, ich war letztens an der Fläche, die ich Ihnen verpachtet hatte und hatte gesehen, dass es auch schon abgestorben ist, was da angepflanzt gewesen ist. Ja. Deswegen, also wir haben Platz, also wenn Sie mir sagen, Wiesenberger, das, darauf, kein Problem.
Ja, also ich müsste erstmal nochmal gucken, wie sich das ausgestaltet, ob das überhaupt finanzierbar ist, beziehungsweise wie da die Konditionen dann wären. Und erst dann könnte ich schauen, was wirklich dann noch gebraucht wird, was ich noch nicht habe. Aha. Ich weiß, dass ich auf jeden Fall, oder dass dann dafür auf jeden Fall Hafer gebraucht werden würde. Das wäre kein Problem. Hafer, kann ich jetzt schon mal sagen, wäre kein Problem. Ja. Man kann natürlich darüber reden. Nur mal jetzt eine Vorstellung. Ich bringe den Hafer und bekomme dann diese Pferdekraftfutter halt um einen reduzierten Preis. Klar, ne? Weil wenn ich ihnen etwas bringe, dann haben sie natürlich weniger Anschaffungskosten. Ich will jetzt auch kein Geld dafür haben. Also mir ist lieber, ich bekomme Hausnummer das Ganze dann um 400 oder 500 die Tonne. Kann ich wesentlich besser mitleben, weil sonst muss ich einen Haufen Papierkram machen, der eigentlich nicht notwendig ist. Ja, also ich müsste das einmal durchkalkulieren, ja. Inwiefern das mengenmäßig sich drin verrechnet. Und könnte dann natürlich erst genauere Zahlen sagen. Das ist jetzt halt noch nicht durchgerechnet. Nee, klar. Gut, nee, melde sich da gerne, da bin ich gerne Ihr Mann. Eine Sache, ich bräuchte noch ein bisschen Saatgut. Haben Sie da was bei Ihnen? Ja. Habe ich vorrätig. Ja, wollen Sie Premium-Saatgut oder das normale Saatgut? Das normale wäre als Schüttgut und das Premium-Saatgut in Big Packs abgepackt. Ich bräuchte tatsächlich so dieses Pferdegras, dieses spezielle. Also, weil die natürlich ein Premium-Saatgut brauchen, ne? Ah, ja, genau. Ja. Nee. Ja, wie viel brauchen Sie da, ne? Ich bin ganz schlecht im Schätzen, muss ich sagen. Ne? Was gibt's da so Säcke oder wie verkaufen Sie das? Ja, das sind größere Säcke. Das reicht im Schnitt dann so für 1,5 bis 2 Hektar, je nach Fruchtart. Ich würde ganz vorsichtig 2 von diesen. Ich habe eine große blaue Sämaschine von dem Herrn Hoover bekommen. Ja. Was ich sehr nett finde, ja, ich habe keine Ahnung, wie das Ding funktioniert. Ich habe keine Ahnung, wie viel da reingeht. Aber sie sieht groß aus. Also ich würde so einen Sack würde ich wohl nehmen. Okay, ja. Würde ich ihn fertig machen. Brauchen Sie das heute noch? Oder ich wäre jetzt schon gleich auf dem Weg bei Ihnen. Alles ja, klar. Sie wissen das ja, wie das mit dem Herrn Hoover ist, ne? Die Maschine muss zurück und ja und. Ja, das kann ich verstehen. Sind Sie denn hier beim Lohnunternehmer auf dem Gelände? Ich bin tatsächlich gerade bei den Herrn Lübcke gewesen. Und würde mich jetzt auf den Weg zum LU machen. Ja, okay. Wenn das dann, okay ist. Warte ich hier. Ja, das ist kein Problem. Sie sind, wenn ich bei der Schranke, wenn ich über die Waage fahre, links oder rechts oben? Rechts rum. Rechts oben. Oben auf den Hügel. Ja, geben Sie mir ein paar Minuten. Ich bin auf dem Weg und auch gleich da. Das ist kein Problem. Ich bereite das vor. Alles klar, danke. Bis gleich. Tschüss. Oh, bin ich da gut rausgekommen. Oh, ich habe gedacht, das wird ein ganz schlimmes Gespräch jetzt. Aber, das war tatsächlich eins der positivsten Gespräche, die ich hier hatte, muss ich gestehen. Weil das war noch so ein kleiner Bauchschmerz ist das falsche Wort, aber das lag mir so ein bisschen im Magen mit dem Pferdekraftfutter, ne? Aber natürlich, wenn man da mit einsteigen kann, natürlich kostet das Geld. Klarer Fall. Aber das ist genau die gleiche Geschichte wie mit dem Zuckerrübenwerk. Da muss man einfach mal mit einsteigen und dann einfach mal gucken, wie es läuft. Und ich habe jetzt ja schon Vorteile durch diese Zuckerrübenfabrik, wie gesagt, mit den Fahrzeugen. Es wird natürlich auch eine finanzielle Entlohnung geben. Da muss ich aber erstmal mit dem Herrn Amter sprechen. Und ja, wenn man natürlich jetzt noch in diese Produktion einsteigen könnte, mit diesem Pferdekraftfutter, da wäre das natürlich absolut positiv zu sehen. Weil wir da natürlich wieder Geld sparen. Ne? Und alles, was wir Geld sparen, können wir in größere Fahrzeuge, in mehr Fahrzeuge, in vielleicht eine bessere Bestallung für die Pferde investieren. Vielleicht kaufen wir irgendwie noch einen Stall dazu oder wenn irgendwie die Nachfrage ist, vielleicht, weiß ich nicht. Vielleicht fällt dem Klausi ein, dass wir vielleicht noch ein paar Hühner halten können. Ich weiß auch nicht, was alles möglich ist, beziehungsweise was noch alles kommt, aber ich freue mich auf alle Fälle. Ich freue mich drauf, weil ich bin der Meinung, es geht immer stets vorwärts und da habe ich richtig Lust drauf.